Jede Minute wird der Brawl Stars Bildschirm immer größer. Die 2 blinkt, Digga. Nein, wir haben 2 Brawler. Oh, legendärer Startup, Leute. 3, 2, 1, go! Leute, und damit starten wir auf jeden Fall Brawl Stars auf der Uhr. Das ist auf jeden Fall die erste Stufe, das kleinste Display, was möglich ist. Und ey, das ist so krank auf dieser Uhr, Leute. Okay, Leute, jetzt startet Brawl Stars auf der Uhr die erste Stufe, das kleinste Display. Und das ist kein Fake, Leute, denn ihr seht es schon hier, diese Uhr hat tatsächlich Android als System. Also man kann die Uhr auch ganz normal tragen. Und wir haben hier auf jeden Fall zum Beispiel auch schon ein paar Brawler auf dem Account. Leute, das ist nämlich der Ur-Account. Hier habe ich mal ein Opening gemacht und ich habe tatsächlich noch ein paar Juwelen übrig. Und ihr merkt jetzt schon, ich kann jetzt hier nicht mehr zurückklicken. Und deswegen gibt es hier eine ultra krasse Funktion. Und zwar der quadratische Bildschirm. Dadurch können wir das Display nochmal ein Stück kleiner machen und dann auch zurückgehen. Und ich würde sagen, bis wir zum nächsten Display kommen, zur nächsten größeren Stufe. Alter, Digga, ich kann nicht in den Shop gehen, Junge. Jetzt. Okay, würde ich sagen, kaufen wir uns gleich mal eine Sache. Erstmal holen wir uns nochmal hier den Gratis-Pin ab. Okay, let's go. Und natürlich, ich glaube, ihr wollt das alle sehen, wir spielen eine Runde Solo-Showdown. So, Leute, wir nehmen auf jeden Fall einmal Edgar dafür, auf ganz entspannt. Powern den nochmal ein bisschen hoch. Alter, Digga, ich kann diesen Knopf kaum treffen, weil der so klein ist. So, Leute, auswählen. Und jetzt spielen wir auf jeden Fall eine Runde Solo. Oh mein Gott, das wird so heftig, Junge. Alter, Leute, alles oder nichts. Guckt euch an, wie klein dieser Bildschirm ist, Bruder. Oh, Brock. Ja, Mann. Ich sehe einfach fast gar nichts, Digga. Okay, Leute, hier ist auf jeden Fall die Kneipenschlägerin. Und let's go. Sieg ist geholt, Leute. Sehr, sehr geil. Ihr seht schon, Platz 1 geholt. Okay, Leute, dann gehen wir nochmal hier in den Posteingang. Hier haben wir nochmal eine Nachricht. Und zwar, ihr seht schon, Skinspende Magier Bali, denn dieser Account ist auch schon ein bisschen älter. Haha, let's go, Junge, wie geil. Und ich würde sagen, oh, lol. Und wir haben nochmal auch Bandita Shelly am Start. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier zu den legendären Brawlern. Als Belohnung kaufen wir uns nämlich jetzt einfach mal ein. Und ich würde sagen, komm, wir kaufen uns einfach mal Spike, Digga. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das eine sehr gute Wahl. Let's go, legendärer Brawler. Boom. Alter, das sieht schon geil aus. Ich zeige euch das nochmal. Hier in der anderen Ansicht. Digga, Bro, wie heftig ist das? Können wir uns jetzt nochmal hier den Cartoon Spike auch kaufen, dachte ich mir vielleicht, Leute. Ich glaube, das ist auch nochmal eine richtig geile Sache hier für dieses Video. LOL. Richtig geil. Und Leute, auch ganz wichtig, gebt hier gerne mal auch Creator Code Lukas ein im Brawl Stars Shop bei euch. Würde mich ultra freuen. Jetzt kommen wir zur nächsten Stufe. Leute, die nächste Stufe ist einfach mal das kleinste Handy der Welt, Leute. Oh mein Gott. Auf jeden Fall möchte ich nicht zu viel verraten, was man hier alles machen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein, ja, sehr, sehr kleines Handy. Und zwar, ihr seht schon, wenn ich das Ganze anschalte. Genau, Leute, ihr seht schon, wenn ich das Ganze anschalte, eben, das ist so ungefähr so groß wie mein Daumen. Also im Vergleich zu einem, ja, normalen iPhone oder wie auch immer, ist es tatsächlich, ihr seht schon, enorm, enorm klein. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in Brawl Stars draufgehen, ganz wichtig, Leute, am 20.04. um 12 Uhr kommt der neue Burger Pommes Bruder Merch raus. Auch Marvin ist das erste Mal hier auf dem Logo. Es gibt die neuen Burger Pommes Chips, den Burger Pommes Rucksack und eine handsignierte Autogrammkarte zu T-Shirt oder Hoodie. Seid schnell, der Merch wird bestimmt sehr schnell ausverkauft sein und ich würde sagen, let's go. So, Leute, jetzt sind wir hier am Start in einem Star Drops Opening und hauen jetzt einfach mal die ganzen Star Drops raus. Ich dachte mal, hier machen wir jetzt mal ein bisschen was anderes und zwar öffnen wir extrem viele Star Drops und schauen mal, ob wir was ziehen werden. Ihr seht schon, das Handy, ja, hat nicht die beste Auflösung. Das Ganze hängt auch extrem. Also immer am Ende des Star Drops, seht ihr schon, stockt das eben so kurz, weil das halt einfach auch nicht so geil ist, auf so einem kleinen Handy Brawl Stars zu zocken. Aber Leute, ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir jetzt mal endlich einen Brawler ziehen. Oh, mythischer Star Drop? Nee, okay. Let's go. Legendär! Und Hypercharge. Leute, ich habe euch ein bisschen hops genommen. Und zwar, ihr seht schon, das Ganze ist nur ein YouTube-Video. Denn, Leute, leider, leider, leider ist es hier leider nicht möglich, Brawl Stars zu installieren. Ich zeige euch das nochmal kurz. Denn dieses Handy ist einfach zu schlecht. Und zwar seht ihr schon bei Brawl Stars, this app won't work for your device. Leider geht es auf diesem Handy nicht, obwohl es auf der Uhr ging. Macht gar keinen Sinn. Wir kommen zur nächsten Größe. Leute, jetzt wird es auf jeden Fall spannend, denn wir sind jetzt in der Brawl Stars China-Version auf dem Android-Gerät.
Nur mal als Vergleich, ja, damit wir jetzt nochmal hier gucken, war es, das war vorher die Handygröße, ja, und jetzt auf jeden Fall, ja, die nächste Stufe. Und dafür sind wir hier in die China-Version. Ich habe schon 1000 Pokale hier auf dem China-Account tatsächlich gepusht. 16 Brawler habe ich hier schon. Und ich habe extra für euch für dieses Video eine weitere Megabox erspielt, Leute. Denn hier kann man einfach mal mit Credits gratis sich Megaboxen kaufen und somit Brawler freischalten. Hier gibt es also keinen Star-Pfad oder sowas in der Art, sondern man kann hier einfach direkt mit den Credits sich Boxen kaufen. Wir haben hier auch natürlich ähnliche Shop-Angebote, die gleichen Brawler eigentlich auch alle. Aber ja, die China-Version hat eben noch zusätzlich diese Boxen, sollten die meisten von euch wissen. Zum Beispiel auch diese Box hier, ne, die hat auch da ihre eigenen ja, Chancen, Wahrscheinlichkeiten. Und die Box, die es halt niemals in Brawl Stars auch gab, ist die hier mit diesem Effekt. Das ist quasi so eine Ultra-Box. Aber ja, diese kann man leider nur für Echtgeld kaufen, was nicht möglich ist, ne, aus Deutschland leider, muss man ehrlich so sagen. Aber ja, diese Brawl Stars Megabox kann man hier mit Credits kaufen und das machen wir jetzt einfach mal. Digga, es ist einfach echt ein geiles Gefühl und ich glaube, eventuell könnten sogar auch echte Megaboxen in unserer Brawl Stars Version zurückkommen bald. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wäre ultra krank, wenn das passieren würde, Leute. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir mal, wie die Megabox ist. Leute, oh mein Gott, wünscht mir Glück für die Megabox. 3, 2, 1, 3. Und, das könnte sogar was sein. Die 2 blinkt, Digga. Oh mein Gott. Leute, die 2 blinkt. Was? Lol, wir haben 2 Brawler in einer Megabox, Bro. Was? Einmal Dynamite und wir haben noch einen Brawler. LOL, Rustiger. Wir haben einfach mal einen mythischen noch gezogen. Wie lucky. Oh mein Gott. Und das mit gratis Credits, Digga. 2 neue Brawler. Ihr seht es jetzt, Leute. Das ist auch nicht gefaked, gar nichts, Leute. Also es ist wirklich das China Brawl Stars. Digga, das bedeutet, Leute. Oh mein Gott, wir haben einfach mal direkt 2 neue Brawler bekommen. Das ist ja mal geisteskrank heftig. Also wir haben hier direkt Ruffs einfach mal, unseren ersten mythischen Brawler. Das ist geisteskrank nice, also wirklich muss man echt sagen. Und was auf jeden Fall auch ultra krass ist in der Version, sind natürlich die Rainbow Skins. Da kommen auch ständig neue eben dazu. Wir haben ja unter anderem jetzt zum Beispiel einen neuen Rainbow Colt Skin. Ihr seht schon, der hat so einen Shelly-Klon. Und ich zeige euch den jetzt einfach mal in der Trainingshöhle. Alter Leute, schaut euch das einfach mal an. Diese Effekte, wie krank ist das, Bro? Alter, boom. Sehr, 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 sehr krank. Oder halt eben dann auch den Bo-Skin, den Piper-Skin hier, Leute. Ey, es ist wirklich geisteskrank. Den Stu-Skin, es ist unfassbar. Und natürlich auch den 3D-Chat-Room, Leute. Also, das ist auch eine Sache, die es hier nur in der China-Version gibt. Als nächste Stufe haben wir tatsächlich einfach mal ein iPad Pro, Leute. Und zwar genau das iPad, womit auch die ganzen Brawl Stars Pro-Spieler immer spielen. Und ich würde sagen, das packen wir jetzt mal hier zusammen aus. Das habe ich tatsächlich ja aus der Brawl Stars Mystery Box bekommen. Beziehungsweise Jonas hatte das in seiner Box. Und Digga, let's go, Leute. Alles klar, Leute. Hier seht ihr auf jeden Fall die Rückseite. So sieht das Ganze dann auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, hier seht ihr nochmal Designed by Apple in California. Leute, wir haben jetzt auch nochmal hier die ganzen Zubehörsachen und jetzt installieren wir mal darauf Brawl Stars. Wir sind bei der iPad-Stufe angekommen, das heißt, jetzt wird es schon langsam schwer, das in der Hand zu halten. Aber diese Stufe, Leute, ist tatsächlich auch die, die jeder Pro-Player verwendet. Also jeder Pro spielt mit einem iPad Pro wie diesem hier. Und Leute, ich habe hier auch einen Dev-Build-Account am Start, denn ich kann euch hier ein paar ultra krasse Sachen zeigen. Zum Beispiel können wir uns jetzt mal den guten alten Mecha Colt hier kaufen, Leute. Ich würde sagen, zack, Digga. Oh mein Gott. Mecha Squad, der ist ultra krass, der Skin. Und ja, das Geile ist halt auch am iPad meiner Meinung nach. Oh, Alter, guck mal, hier sind noch 2 Farbvarianten. Ruchloser Mecha Colt. Holen wir uns, würde ich sagen, jetzt auch mal direkt. Das sieht auch so geil immer aus auf dem iPad meiner Meinung nach. Ja, und ich würde sagen, den, ja, zeige ich euch jetzt mal hier in der Trainingshöhle. Das Geile ist halt auch am iPad, Leute, 120 Hertz, das heißt, es läuft auch ultra, ultra flüssig, das Ganze. Und, Bro, Alter, ist dieser Skin schon wieder geil. Nur, was ich nicht so feiere, sind diese schwarzen Ränder oben und unten, ihr seht das, ne? Und das sieht man halt leider auch immer in den Aufnahmen, wenn ich halt damit aufnehme. Deswegen ist es halt eher so ein, ich sag mal, so ein
ja, so ein Stream-Tablet oder so Privat-Zock-Tablet, würde ich sagen. Aber iPad bockt schon, Leute. Und ich zeige euch jetzt auch mal hier, würde ich sagen, ein paar Star-Drops. Ja, ich würde sagen, wir löschen mal hier diesen Account und gehen mal auf einen neuen. Okay, Leute, was hier nämlich auch ultra bockt, sind Star-Drops zu öffnen, Leute. Also das feiere ich auf jeden Fall ultra krass. Mythischer Star-Drop. Digga, weil das sieht auch einfach echt geil aus, wenn man das so vor sich hat, dieses riesige Display. Und wir haben einfach mal Bandita Shelly gezogen. Perfekt, danke dafür. Leute, let's go. Mal schauen, ob wir ein bisschen Glück haben. Und die nächste Stufe wird übrigens ultra krass gleich. Also seid schon mal gespannt, was nach dem iPad kommt, wenn das Display noch größer wird, Leute. Erstmal hauen wir nochmal die Star-Drops durch, Leute. Hoffentlich ziehen wir was Krasses. Let's go. Gönn, Bruder. Super selten nochmal. Zack, selten. Come on. Oh mein Gott. Leute, wir haben es geschafft. Legendärer Star-Drop. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es, Leute. Und gönn. Oh mein Gott. Let's go. Lola gezogen, Leute. Sehr, sehr krass. Also ich muss auch sagen, Openings bocken extrem auf dem iPad. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Displaygröße. Let's go. Also Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall die nächste Stufe und zwar den PC. Und das ist eigentlich offiziell nur möglich, so wie ich es gemacht habe. Wir haben hier Brawl Stars auf dem Handy und das wird auf den PC übertragen. Und Leute, ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal hier ein paar Megaschweine. Ich würde sagen, let's go. Wir können natürlich hier so just for fun so tun, als ob wir mit der Maus klicken. Aber in Wirklichkeit tippen wir natürlich auf dem Handy. Leute, und ich bin mal richtig gespannt, wie das jetzt hier wird. Wie das hier auf dem PC aussieht, so ein Vollbild. Ich finde, das sieht, Alter, das sieht schon mal ultra geil aus. Ich finde, je größer das Display aussieht, desto geiler wirkt es auf jeden Fall, wenn man dann einen krassen Brawler zieht. Deswegen würde ich sagen, wünscht mir Glück, Leute. Mythisch! Ah, schade. Damit wir auf jeden Fall einen krassen Brawler bekommen. Let's go, nächstes Megaschwein. Zack. Und boom, Junge. Bling, Münzen. Und nochmal hier die nächsten Star-Drops. Jetzt bin ich mal mega gespannt. Selten nochmal. Okay, ein paar Star-Drops hauen wir hier nochmal durch die Megaschweine. Vielleicht haben wir ja gleich Glück und ziehen nochmal einen richtig krassen Brawler hier auf dem PC. Leute. Und, oh, mythisch. Ah, schade. Genau, wenn ihr irgendwo Leute seht oder Programme, die sozusagen auf dem PC sind, wo Brawl Stars installiert ist, dann, ja, dann müsst ihr nur Folgendes wissen, das Ganze ist eigentlich nicht ganz so erlaubt, laut Supercell, nur auf dem Handy ist es eigentlich so richtig erlaubt. Und Alter, schaut mal, so sieht das Ganze dann eben auch aus auf dem PC-Bildschirm hier. Leute, wir sind ja übrigens auf dem DevBuild-Account, genau, und ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes, wir öffnen die nächsten Megaschweine. Let's go, dieses Megaschwein ist zwar komplett leer angeblich, aber kann trotzdem sein, dass wir Glück haben. Ja, okay, 3 Star-Drops waren drin und dann natürlich nochmal ein paar extra Belohnungen. Let's go, ja, nice, Platz 1 erreicht, auf jeden Fall episch nochmal. Nee, zack, selten. Oh Mann, jetzt gönn doch mal hier. Leute, das Megaschwein ist jetzt komplett voll. Eigentlich muss das jetzt was heißen. Wir schauen auf jeden Fall mal nach. Come on, ich gebe es noch nicht auf, Leute. Wir müssen einen Brawler ziehen und dann gehen wir auf jeden Fall direkt zur nächsten Stufe, würde ich sagen. LOL, Digga. Bali einfach mal gezogen. Ja, moin. Ist jetzt nicht ultra krass, aber wir machen nochmal kurz weiter. Oh, legendärer Star-Drop. Wir haben es geschafft, Leute, auf dem PC. Bruder, das ist geilstes Krank. Und gönn. Digga, Hypercharge für Jackie. Ja, okay, ist okay. Also Leute, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Stufe. Leute, wir kommen auf jeden Fall zum XXL Brawl Stars Bildschirm. Und zwar auf jeden Fall jetzt hier der Brawl Stars Fernseher. Das Ganze ist auf jeden Fall auch mit Touch tatsächlich möglich, Leute. Man kann es so machen, ja, das ist natürlich die umständlichere Variante. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich gehe jetzt hier auf die Brawler drauf, ich wisch. Aber ja, das Ganze geht auch auf eine andere Art und Weise. So Leute, und zwar habe ich jetzt einfach mal hier auch mein Handy am Start und man kann das auch natürlich so machen, ja. Das Ganze ist natürlich ein bisschen einfacher, aber ich würde sagen, trotzdem schauen wir uns jetzt mal auf diesem Bildschirm einmal an, wie es ist, ein Opening zu machen. Leute, ich würde sagen, die Star-Drops können wir auf jeden Fall auch hier öffnen und let's go. Mal schauen, was wir auf jeden Fall ziehen werden. Ich habe auf jeden Fall vor, hier mindestens einen legendären Star-Drop zu ziehen. Digga, das wäre auf jeden Fall ultra krass. Digga, ey, das ist schon no joke heftig. Ich spam einfach hier komplett alles voll. Und, oh, legendärer Star-Drop, Leute. Digga, das wird geisteskrank. 3, 2, 1. Ey, Bro, was für 1000 Münzen. Wir machen mal weiter hier. Okay, let's go, Leute. Zack, 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 zack. Gönn, Bruder. Selten nochmal. Ey, das ist
Das ist, würde ich sagen, bisher mit Abstand das geilste, Leute. Das ist so heftig nice. Episch. Oh! Ja, okay, Digga, der goldene Bali, das war's komplett. Oh, mythischer Stardrop. Nee, leider auch nichts mehr gehabt, Leute. Wir versuchen nochmal einen legendären Stardrop, würde ich sagen, zu bekommen. Oh! Let's go! 3, 2, 1, gönn! Junge, Ahorn Bali, Leute. Das war's komplett. Komm, ich würde sagen, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Lasst ein Like, dann kostet das Abo. Ciao, ciao.